Moin Leute, willkommen zu meinem Video und ich bin hier gerade, keine Ahnung wo ich bin. Ich bin Nähe Springe, ich würde jetzt mal sagen Windpark Springe, und ich war gerade bei der N163 und jetzt drehe ich mir erstmal mein Frage-Antworten-Video. Genau, ich beantworte jetzt eure Fragen und ich stehe hier gerade unter einer E82 auf niedriger Namenhöhe. Ja, E2 vom wann die ist, weiß ich leider nicht. Die ist von irgendwann. Also, keine Ahnung. Die hat aber eine niedrige Namenhöhe. Roten Ring hat sie auch. Und jetzt beantworte ich eure Fragen. So, ich setze mich jetzt hier hin und dann beantworte ich mal eure Fragen. So. Während ich jetzt hier unter der Anlage sitze, ihr seht, ich spiegel mich ein bisschen. Aber Hauptsache, man sieht mein Gesicht nicht. Was geht? Peace. Ich werde euch jetzt hier die Fragen zeigen und ich fange mit der ersten Frage an von Paul Heidrich. Grüße gehen raus an dich. Danke für deine Frage. Und er fragt, schon mal andere Vestas-Anlagen gesehen, wie zum Beispiel V120, 116, V105, V110. Ich hoffe, das geht jetzt hier mit dem Ton, weil gerade ein bisschen windig wird. Nein, ich habe noch nicht so welche Vestas gesehen. Ich glaube, die sind auch wirklich selten und stehen, wenn nur, in anderen Ländern wie Holland und so. Gut, gehen wir mal gleich zur nächsten Frage. Von Onkel Hajo, Grüße gehen raus an dich. Was ist mein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist wirklich mal an so einer Baustelle, Windradbaustelle zu arbeiten, von A bis Z oder so. Und das die ganze Zeit zu verfolgen. Oder halt auf eine Anlage drauf zu gehen und die drauf zu gehen und halt drauf zu klettern und so von oben anzugucken. Gut, gehen wir gleich zur nächsten Frage. Von Patrick, wenn du viel Geld hättest, würdest du dir zum Beispiel eine Vestas V80 kaufen? Grüße aus Österreich, Grüße gehen zurück nach Österreich. Ja, hätte ich viel Geld, ich glaube, würde ich mir eine Enercon kaufen und ja, irgendwie ein Stück Land, ein Stück Feld kaufen und die da hinstellen. Ja, keine Ahnung, würde ich machen. So, jetzt zeige ich euch hier mal kurz nochmal den Windpark. Ja, hier sieht man die G15er, die drehen sich hier gerade. Also wirklich schön hier. Okay, kommen wir gleich zur nächsten Frage von Ingo Schlegel. Danke für deine Frage, Grüße gehen raus. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt und werde dieses Jahr noch 16. Genau. Kommen wir gleich zur nächsten Frage von Quadropilot. Kannst du mich grüßen? Ja, Grüße gehen raus nach Emden. Das war eine ganz tolle Frage. Gut. Die nächste Frage von Windenergie OWL. Hast du vor, mal mit YouTube aufzuhören? Wenn ja, wann? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also, es ist in Planung, dass ich mit YouTube aufhöre. Jetzt aber nicht gleich dieses Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer. Also übernächsten Sommerferien werde ich noch mitnehmen und dann werde ich Schluss machen, weil ich dann in die Lehre gehe wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich arbeite und ich dann nicht mehr so viel Zeit habe. Oder ich höre nicht ganz mit YouTube auf und mache einfach weniger Videos. Genau, danke für deine Frage. Kommen wir gleich zur nächsten. Von Elifu. Warst du schon mal im Raum Paderborn unterwegs? Ja, war ich. Danke für deine Frage. Ich war schon öfters in Paderborn. Zweimal war ich da jetzt, glaube ich. Ich war in Meerhof, in Asseln, in Benhausen war ich. Also ich war schon in vielen Teilen bei Paderborn. Genau, werde ich auch diese Sommerferien auch wieder machen. Und das gehört einfach dazu. Das muss. Kommen wir zur nächsten Frage. Von Let's Bike Windturbines. Danke für deine Frage. Grüße gehen raus nach Haltern. Pass auf, dass die Anlagen nicht umfallen. Die Frage, wann hast du mit der Windkraft als Hobby angefangen und was war der ausschlaggebende Punkt dafür? Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich habe das noch nie so richtig erzählt. Und zwar ist es so passiert, ich zeige euch mal hier die Anlagen nochmal nebenbei, da müsst ihr nicht die ganze Zeit aufs Tablet gucken. Ist nämlich so passiert, also 2019 ist das passiert, im Sommer 2019. Ich habe immer eine Anlage gesehen und die, also eine Windkraftanlage, die hat sich
sie war anders als die anderen Anlagen und die war viel größer und höher und so und hatte eine andere Markierung. Das war die E82 in Uffing mit 138 Meter Nabenhöhe. Und da habe ich gedacht, fährst du doch mal zu der hin? Und dann bin ich da mit dem Fahrrad hin und daraus hat sich dann ein Hobby ergeben. Genau. Danke für deine Frage. Ja, das war 2019, also 3 Jahre schon her. Kommen wir zur nächsten Frage von LS22 Bauhof Louis. Louis HPHD. Wann hast du dich für die Windkraft interessiert? Ja, wie gesagt, Sommer 2019, weil ich dann zu der einen Anlage hingefahren bin und dann bin ich nochmal zu anderen Anlagen hin und habe die Videos von New York Tobi angeguckt und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt öfters mal zu Windrädern hin bin. Ja. Gut, wenn euch das Frage beantworten und so gefällt bis jetzt, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst doch gerne ein Abo da. Kommen wir zur nächsten Frage von Onkel Hayo. Lieblingswindrad. Ja, mein Lieblingswindrad ist zurzeit die E160 EP5 E2, weil ich die in Krammer einfach so oft sehe und ich mag die einfach, das Design und so. Und die ist halt riesig. Kommen wir zur nächsten Frage. Von Patrick. Wann kommen Drohnenvideos? Ja, ich werde mir keine Drohne mehr kaufen. Ich habe mich dazu jetzt entschieden, weil es einfach zu teuer ist und weil ich ja sowieso nicht mehr so lange Videos machen will. Aber vielleicht, wenn ich in die Lehre komme und ich dann genug Geld habe, mache ich das auch mit dieser ganzen, muss ich dich registrieren und so. Und das ist ein bisschen viel und eigentlich darf sie auch, glaube ich, nicht an Windrädern fliegen. Also das ist schwierig. Also es kommen erstmal keine Drohnenvideos. Ich habe auch keine Drohne. Gut. Zur nächsten Frage. Von Cooler Wind. Was ist der geilste Windpark, wo du warst? Ja, Grüße gehen raus nach Celle. Ja, der geilste Windpark, wo ich war. Gute Frage. Also ich würde jetzt einfach mal so sagen, Asseln in Paderborn, weil der einfach so groß ist und so eine Vielfalt hat. Das ist einfach krass. So, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil ich glaube, das war's gleich mit den ganzen Fragen. Ups. Gehen wir zur nächsten. Von Cooler Wind, mal wieder. Welche Windkraftanlagen wünschst du dir in deiner Nähe? Ich wünsche mir hier G, also 158er, auch wenn die oft kaputt gehen, wünsche ich mir die hier. Und ich wünsche mir Siemens-Anlagen hier, also DD 142 und 130 und sowas. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und das war's schon. Das war schon die letzte Frage. Ja. Ich glaube, der Wind ist gerade ein bisschen doll. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Frage-Antworten-Video gefallen. Dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und haut rein. Ciao.